weiterer Rückschlag für die Hockeyherren des TC 1899 Blau-Weiß. 3:8 gegen die Kiez-Nachbarn vom HC Roseneck, das Team von Maximilian Linker, weiterhin ohne Punkte in der ersten Bundesliga Ost. Da hat man einfach gemerkt, wenn bestimmte Basics oder bestimmte Sachen einfach nicht da waren, dann hat man auch das Spiel einfach aus der Hand gegeben. Es war halt sehr, sehr ärgerlich. Dabei starten die Grunewalder in Weiß eigentlich ganz gut in die Partie. Viele starke Aktionen, dann die Führung in der 12. Minute mit dem Treffer zum 1:0 durch Maximilian Stahl. Aber HC Roseneck, der sich vor allem durch seine erfahrenen Spieler auszeichnet, bleibt dran. Jakob Eggers bringt durch diese Ecke das Unentschieden und den Halbzeitstand von 2:2. Noch ist alles offen, sollte man jedenfalls meinen. Ja, die haben ein bisschen umgeschaltet, haben ein bisschen mehr Druck gemacht und auf einmal haben wir ein bisschen den roten Faden verloren. Das ist manchmal so, dann hat man eigentlich eine andere Spielidee und dann wird man manchmal durchgeknackt. Ja, und dann fehlt so ein bisschen das Spielglück und dann geht's so aus. Denn nach der Pause dreht der Hockeyclub Roseneck so richtig auf. Einfache Fehler der Blau-Weißen, eine Einladung für Tore. Jakob Eggers zum 2:6 in der 46. Minute, 4:0 Lauf für die Gäste. Eggers mit insgesamt 5 Toren, heute bester Schütze. Einen Treffer für das Team von Maximilian Linker gibt es doch noch. Moritz Kelitz netzt zum 3:7. Ein kurzer Lichtblick, doch da ist es bereits zu spät. Das ist halt das Ärgerliche dran, weil man es halt eigentlich in der Hand hatte. Eigentlich hätte das wirklich hier auch eine knappe Kiste werden können, aber... Es hat einfach nicht sein sollen. Die Last-Minute-Ecke besiegelt den Endstand von 3:8 in der Semmeringhalle. Ich denke, wir wissen jetzt ein bisschen, woran wir arbeiten können. Aber das ist auf keinen Fall so, dass wir so enttäuscht sind, dass wir jetzt die Köpfe hängen lassen. Wir kommen zurück und beim Rückspiel machen wir sie fertig. Alles eine Frage der Einstellung. Spiel abhaken und gleich weiter. Denn immerhin ein Pünktchen soll es an diesem Wochenende doch noch geben. Das Unentschieden gegen den Mariendorfer HC bedeutet Tabellenplatz 5 und ist schon mal ein guter Anfang hinsichtlich Punktejagd im neuen Jahr.